Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Bürgermeister, Oberbürgermeister, ich freue mich sehr, hier in Nürnberg sein zu können. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was kann ich Ihnen eigentlich erzählen, weil Sie haben so viel schon an Fragen von Integration und Partizipation und Ähnliches diskutiert und installiert. Wir haben das ja gehört auch eben, was Sie auch schon bei der letzten Integrationskonferenz diskutiert haben. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, meine Kollegin und Freundin Shermin Langhoff hat viel über Nürnberg erzählt, als wir vor 10 Jahren anfingen, diese Frage zu diskutieren. Art in Diversity haben wir das unseren Arbeitskreis genannt. Wie schaffen wir es eigentlich, dass sich die Vielfalt der Stadt auch an den Kultureinrichtungen der Stadt sozusagen widerspiegelt, an denen, wo die öffentlich gefördert werden oder öffentliche Trägerschaft haben. Und interessanterweise hat sie sehr viel über Nürnberg erzählt, weil sie hat ja hier auch mit einigen Dingen hier begonnen, diese Arbeit. Und umso mehr freut es mich, einfach hier zu sein und zu sehen, wie Sie, wie das weitergegangen ist, wie Sie damit arbeiten. Und vielleicht kann ich ein bisschen dazu beitragen. Ich habe mir überlegt, meinen Beitrag heute sehr auf Basisbegriffe zu legen. Und vielleicht kann ich ein bisschen damit beitragen, die aktuelle sehr aufgeregte Debatte um Integration nochmal auf so ein paar ruhigere, klarere Begriffe zu legen und aus meiner Sicht vielleicht ein paar Anregungen zu geben, wie die ein oder andere Form der Partizipation, der Beteiligung aussehen könnte, was Grundlage sein kann. Vielleicht sage ich noch mal ein paar Worte zu mir, damit Sie das so ein bisschen einordnen können. Ich bin hier angekündigt worden als Stadtsoziologe und als Referent der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Ich bin nicht zuständig für Abschiebungen, ich sage es Ihnen gleich. Ja. Ich bin zuständig für die ganze Frage, wie wir Gewalt verhindern können, wie wir präventiv mit der Frage von Gewalt umgehen, und habe da einen Begriff sozusagen mitgeprägt, der heißt urbane Sicherheit. Darüber werde ich heute nur ganz wenig sagen, aber ich denke, das ist eine sehr wichtige Diskussion, dass wir uns alle mit der Frage Sicherheit viel stärker auseinandersetzen und das nicht bestimmten Kräften in unserer Gesellschaft überlassen. Und deshalb haben wir angefangen, die Frage Sicherheit nicht nur Sicherheit vor Gewalt und Kriminalität zu diskutieren, sondern eben auch zu gucken, welchen Zusammenhang gibt es zur sozialen Sicherheit zwischen diesen beiden Polen, und haben eben diesen Begriff urbane Sicherheit da entwickelt. Vorher habe ich das August-Bebel-Institut geleitet, der sehr viele Maßnahmen und Workshops und Bereiche begleitet, die eben sich mit den Begriffen Beteiligung, Teilhabe und Gleichstellung beschäftigen. Ich kann voll stolz sagen, dass ich 10 Jahre postmigrantisches Theater begleiten durfte. Und ich sehe Ferde Attermann jetzt im Publikum, dass ich auch mit ihr zusammen die ein oder andere Veranstaltung zu diesem Thema, zu den Themen, die wir heute verhandeln, machen konnte. Und ich war unter anderem auch unterwegs als Coach für das Programm Demokratie leben und auch für die Programme, die davor sehen. Und Sie werden merken, in meinem Vortrag sind ganz viele Erfahrungen aus diesen unterschiedlichen Feldern. Also ich war in der Praxis und mache auch Theorie und Wissenschaft. Und ich versuche das hier zu verbinden und Ihnen sozusagen so eine kleine Orientierung aus meiner Sicht zu geben, die wir dann gerne vertiefen können und diskutieren können, dann auch im Anschluss. Ich würde gerne mit einer positiven Nachricht anfangen, mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Ich würde Sie gerne mitnehmen sozusagen in ein paar Bilder aus der Stadtsoziologie, und ich würde gerne ein paar Stichpunkte und Schwerpunkte der Stadtsoziologie und Megatrends vermitteln, damit Sie so einen Hintergrund haben, vor denen dann diese Begriffe, die wir hier diskutieren, vielleicht betrachtet werden können. Also 3 Bemerkungen zur aktuellen Transformation von europäischen Städten. Ist vielleicht auch wichtig, wenn man sich jetzt bewirbt als Kulturhauptstadt Europas, sich auch nochmal anzugucken, was ist eigentlich so eine gemeinsame Entwicklung von europäischen Städten. Und ein zentraler Aspekt der Stadtsoziologie ist die Frage, wie soziales Zusammenleben überhaupt möglich ist. Und wie gesagt, da gibt es eine sehr positive Nachricht. Die moderne Stadt ist ohne Zuwanderung
nicht denkbar. Das ist eigentlich relativ banal, werden Sie vielleicht sagen, aber das muss man sich immer wieder sagen. Stadtentwicklung ohne Zuwanderung ist eigentlich keine Stadtentwicklung. Wachstum, Veränderung ist Teil von Stadtentwicklung, nicht nur Planung oder sowas, sondern eben auch, dass Veränderungen durch Menschen, die in Städte kommen, dass Veränderungen stattfinden. Und der Stadtsoziologe Hartmut Häusermann hat den Begriff der Integrationsmaschine Stadt geprägt. Und in der Tat ist es so, wenn wir uns die Geschichte von Migration in Städten angucken, deswegen dieses Bild, Route der Migration, im Stadtraum, ich glaube 2011, diese Container aufgebaut und die Geschichte der Zuwanderung in Berlin erzählt mit Experten des Alltags, mit Expertinnen und Experten des Alltags, ein Begriff, den ich jetzt immer wieder verwenden werde, weil das ist sozusagen eine zentrale Methode, mit der wir in den verschiedenen Feldern gearbeitet haben, also Menschen, die Erfahrung haben. Auch postmigrantisches Theater erzählt ja sozusagen aus der Sicht der Menschen, die zugewandert sind und in dem Sinne Experten sind. Aber zurück zu dem Punkt Integrationsmaschine Stadt. Die Stadt integriert ständig Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Denken Sie Land, Stadt, einfach auch in demselben Land. Stellen Sie sich vor die Geflüchteten, stellen Sie sich vor die Arbeitsmigrantinnen und Migranten und stellen Sie sich Menschen vor, die einfach einen anderen Lebensstil verwirklichen wollen, als das möglicherweise in ihren Dörfern oder Kleinstädten möglich ist. Also die ganze Schwulen-, Lesben-, LGBT-Szene ist eine urbane, eine städtische Szene und das hat was damit zu tun, dass man sozusagen diesen Lebensstil vor allem in Städten verwirklichen kann. Noch banaler kann man sagen, ein Lieblingsmärchen der Stadtsoziologie sind die Bremer Stadtmusikanten. Wissen Sie warum? Was Besseres als den Tod finden wir alle mal, sagen sie, und versuchen ihre prekäre Lage in der Stadt zu bearbeiten und versuchen ihr Glück zu machen. Und am Rande, sie besetzen auch noch ein Haus und schmeißen die Räuber da raus. Also man könnte da auch noch ganz andere Bilder reinsetzen. Aber das ist ein beliebtes Märchen, was am Anfang von Vorlesungen zur Stadtsoziologie gerne erzählt wird. Und vielleicht lesen Sie es selber nochmal. Das ist sehr schön und bringt einen nochmal auf den Punkt, warum wir eigentlich in Städten leben und warum es so wichtig ist, sich für eine Stadtentwicklung, für eine gute Stadtentwicklung einzusetzen. Also die Stadt, in der Stadt das Glück machen. Und jetzt ist die Frage, warum gelingt eigentlich diese Integrationsmaschine Stadt? Und da möchte ich an den Begründer der Stadtsoziologie, Georg Simmel, erinnern. Keine Angst, ich werde nur ganz wenig Autoren hier nennen heute, aber Georg Simmel sollten wir erwähnen, der gerade seinen 100. Todestag hatte, ist Begründer der Stadtsoziologie und hat 1903 einen Text geschrieben. Da hat er gesagt, die Blasiertheit und Reserviertheit der Städte als zivilisatorischen Prozess ist eigentlich ein wichtiges Element, warum die Integrationsmaschine, so nannte er das noch nicht, aber warum wir das soziale Zusammenleben in der Stadt so erleben können, wie wir es erleben. Eigentlich ist so ein bisschen positiver ausgedrückt, als der Kollege das vom Migrationsrat eben gesagt hat. Eigentlich ist es so, dass die Blasiertheit und Reserviertheit dazu führt, dass Menschen so sein können, wie sie sind und in der Stadt leben können. Das ist ein wichtiges Element, weil wir auf der einen Seite nicht uns mit jeder Lebensgeschichte von jedem auseinandersetzen müssen, mit dem wir begegnen und das schützt uns. Und zum anderen, weil wir eben die Freiheit haben, so zu sein, wie wir sind, uns möglicherweise einen Lebensstil zu leben, der in einem anderen sozialen Raum im Dorf beispielsweise nicht möglich wird. Also zum eigenen Schutz ermöglicht Freiheiten, die auf dem Land und in den kleinen Städten vielleicht kaum möglich sind. Nun wissen wir aber, dass das nicht immer so ist und dass es nicht ausreicht. Die Blasiertheit und Reserviertheit, im Übrigen habe ich manchmal das Gefühl, die Berliner haben das besonders entwickelt, dieses Blasiertheit und Reserviertheit, das erleben Sie häufig, wenn Sie dann Besucher sind, als Unfreundlichkeit. Bitte, wenn Sie das nächste Mal nach Berlin kommen, das ist die Herzlichkeit der Berliner, diese Unfreundlichkeit. Das müssen Sie einfach anders uminterpretieren. Und Sie werden merken, wenn Sie das so machen, dann kommen Sie mit diesen Berlinern richtig gut klar. Ja?
Ja. Also hier hatte ich das Gefühl, dass es sofort sehr freundlich aufgenommen zu werden, das ist immer sehr überraschend. Das ist immer sehr überraschend für einen Berliner, wenn man nach München oder nach Nürnberg kommt, wie freundlich die Menschen hier sind. Also wir haben eine spezielle Reserviertheit und Blasiertheit entwickelt und deshalb möglicherweise kann man noch verrückter leben, auch in Berlin. Aber ich komme zum zweiten Punkt und das sind die spezifischen Instrumente, die eben die Integrationsmaschine Stadt möglich machen. Und das ist das Besondere an den europäischen Städten. Und sowohl in Ost wie in West, und vielleicht kann ich das hier sagen, diese Geschichte hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie auch Kommunalpolitik verstanden worden ist in den letzten Jahrzehnten und hat natürlich auch was damit zu tun, der Oberbürgermeister ist SPD-Mitglied, wie die SPD Kommunalpolitik verstanden hat. Sie werden gleich sehen, was ich damit meine, aber es ist ein sozusagen für europäische Städte eigentlich ein Allgemeingut. Das sind drei große Bereiche. Das erste ist, es gibt staatliche Regulierung in der Stadt. Also Wohnungsmarkt beispielsweise, es gibt sozialen Wohnungsbau, es gibt städtisch gesteuerte, staatlich gesteuerte Daseinsversorgung. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, es gibt sowas wie Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, die versucht, die Gefahren des Abstiegs abzufedern. Beispielsweise war das sehr erfolgreich, bis Ende der 70er, Anfang der 80er hatten wir das Gefühl, dass Armut eigentlich ein Randphänomen war. Wir hatten das Gefühl, dass Armut eigentlich überwunden war. Die kurze Phase der Prosperität, kennen Sie vielleicht den Aufsatz, wo sehr deutlich wurde, Vollbeschäftigung, all diese Dinge, die haben dafür gesorgt, dass natürlich in den Städten große Möglichkeiten von Integration entwickelt werden konnten. Und wenn das nicht möglich war, gab es eine dritte Ebene. Viele von Ihnen arbeiten noch in diesem Bereich, das ist die soziale Arbeit. Beispielsweise beim Thema Arbeitsmigration, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wurden die Menschen aus den verschiedenen Herkunftsländern verschiedenen Wohlfahrtsverbänden zugeordnet. Und deshalb sind die türkischen Zuwanderer beispielsweise der Arbeiterwohlfahrt zugeordnet worden, weil die nicht religiös sozusagen orientiert waren. Und deshalb gibt es, wenn man Geschichten, die ich beispielsweise über Kreuzberger Politiker, häufig sind jetzt erstmal Männer in dem Fall, erzählt, die erste Generation, die da angekommen sind, AWO, IG Metall oder Gewerkschaft ist genannt worden und dann möglicherweise auch aufgenommen in politische Parteien. Also die Wohlfahrtsverbände haben da eine wichtige Rolle gespielt. Soziale Arbeit ist ein wichtiger Aspekt. Also diese Instrumente, hier nur kurz angerissen, waren oder sind eben ein Teil eines regulierten Kapitalismus und federn Härten und Risiken ab und ermöglichen eben soziale Integration in die Stadt. Und zwar von ganz unterschiedlichen Gruppen, jetzt auch jenseits von der Frage der kulturellen Herkunft. Heusermann und die kritische Stadtsoziologie analysiert genau diese Mechanismen. Also wie kann soziale Mischung in den europäischen Städten gefördert werden oder entwickelt werden? Und genau Entwicklungen, die wir in den USA haben, die jetzt hier am Anfang relativ positiv dargestellt worden sind, aber wir haben beispielsweise in Europa, in europäischen Städten nicht so etwas wie Ghettos, was wir in US-Staaten hatten. Jetzt werden Sie einige sagen, doch, ich komme noch dazu. Wir haben vielleicht so etwas Ähnliches, aber das, was wir als Ghetto bezeichnen, in den USA erlebt haben, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, das haben wir eben in europäischen Städten nicht und das hat was mit der besonderen Integrationskraft der europäischen Städte zu tun. Und deshalb gibt es auch diesen Begriff der europäischen Stadt. Das ist nicht anmaßend oder abgrenzend gemeint, sondern das ist ein besonderes Entwicklungsmodell, ein besonderes soziales Entwicklungsmodell, auf das man eigentlich auch von der Geschichte her ein bisschen stolz sein darf, weil es eben bedeutet hat, dass wir relativ zivilisiert in den Städten zusammenleben. Spätestens seit Ende der 1990er Jahre ist diese Integrationsmaschine, vielleicht kriege ich ein Glas Wasser, das wäre toll, ist diese Integrationsmaschine ins Stocken geraten und damit auch das Modell der europäischen Stadt. Auch nur das kurz, neoliberale Stadtpolitik beförderte Deregulierung, Privatisierung und Rückzug aus der sozialen Arbeit. Finanzgesteuerte Kapitalismus nutzt Wohnen oder Wohnraum als Spekulation noch stärker, als das noch in den Jahrzehnten zuvor war. Wer sich auf den Berliner Wohnungsmarkt umguckt, vielleicht ist das in Nürnberg ähnlich. Also was da an Mieten und Kaufpreise angeboten wird, das geht manchmal über das hinaus, was man sich vorstellen kann.
Und im Ergebnis erleben wir Entmischungstendenzen in den Quartieren. Die europäische, die soziale Mischung, in Berlin redet man von der Berliner Mischung, löst sich auf. Exemplarisch hat das dann Häusermann und Kappern schon 1998 beschrieben, von der geteilten, also von der geteilten in Ost und West, zur gespaltenen Stadt. Das war zu einem Zeitpunkt, in dem das eigentlich schon in den westeuropäischen und in den westdeutschen Städten am vollen Laufen war, dieser Prozess, und man eigentlich schon, Stadtsoziologen schon darauf hingewiesen haben, dass wir Wohnungsnot bald haben werden. Also das, was wir jetzt diskutieren, ist schon 1998 angesprochen worden, dass die Entwicklung da ist, die Prognosen gab es, hat in der Politik nicht so viele interessiert. Jetzt haben wir das Problem Mietpreisbremse und Ähnliches. Dann komme ich auch zu den Megatrends. Genau, räumliche Verteilung sozialer Ungleichheit. Das hier ist der sogenannte Sozialpalast, heißt jetzt Palaceum in Schöneberg. Quartiersmanagement hat versucht, diesen Bereich aufzuwerten, und ist jetzt ist natürlich dieses ganze Gebiet auch im Aufwertungsdruck unterwegs. Megatrends der Stadtentwicklung, das will ich vielleicht noch mal nur ganz kurz machen, ist aktuell verbunden mit diesen vier Begriffen: Wachstum, das auch nicht von allen Milieus als positiv empfunden wird. Viele nehmen das als negativ wahr. Ebenso Diversität, die nimmt zu. Wir haben es zu tun mit einer Digitalisierung, Veränderung der Arbeitswelt. Und all diese Prozesse führen dazu, dass wir von einer fragmentierten Stadt sprechen. Wir haben eben den Begriff der gespaltenen Stadt gehört. Fragmentierte Stadt in der Weise, dass sich, darauf werde ich noch eingehen, sozialräumliche Milieus schwerpunktmäßig in den Städten verteilen. Die Aufgabe der kritischen Stadtsoziologie ist, sich anzugucken, wie soziale Ungleichheit sich räumlich abbildet. Und wir erleben es sozusagen, dass Quartiere einen besonderen Charakter bekommen, in dem bestimmte Milieus dort eher hegemonal sind als andere. Und das hat sich jetzt bei der letzten Wahl in Berlin dadurch ausgedrückt, dass wir einen Flickenteppich haben von unterschiedlichen Parteienpräferenzen. Und nicht mehr, wie es vorher war, sozusagen, dass es so grobe Entwicklungen gab, grobe Milieus, die integrativ waren, also in der Innenstadt vielleicht eher SPD und Grün, an den Außenrändern eher CDU oder Ähnliches, sondern dass ein Flickenteppich mit ganz unterschiedlichen Präferenzen entwickelt wird und dass die Stadt sich in sehr kleine sozialräumliche Milieus aufteilt, denen der Zusammenhang, der gesamtstädtische Zusammenhang, fehlt und damit eben den sozialen Zusammenhalt in der Stadt gefährden. Dieser Prozess ist dann gefährlich, wenn Schließungsprozesse stattfinden und wenn sich diese sozialräumlichen Milieus eben von der Gesamtstadt abkoppeln, beziehungsweise umgekehrt, wenn die Gesamtstadt sich von diesen Quartieren und von diesen sozialräumlichen Milieus abwendet. Fragmentierte Stadt ist sozusagen ein Endpunkt oder ein Zwischenpunkt eigentlich dieser Megatrends Wachstum, Diversität, Digitalisierung und was ich vorher beschrieben habe, das, was unter neoliberaler Stadtpolitik, verstanden wird. Jetzt ist die Frage, was kann man dagegen stellen? Und Sie haben es ja gesagt, Sie haben Leitlinien entwickelt. Ich denke, und das ist vielleicht auch der Erfolg vieler Kommunalpolitiker, die immer wieder gewählt werden, es braucht so etwas wie einen utopischen Überschuss, nämlich die Frage, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben? Und wir müssen diese Frage, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben, permanent mit den Menschen, die in der Stadt leben, diskutieren und in Austausch kommen. Und ich habe schon gesagt, es gibt eine Fragmentierung, eine Veränderung, das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Interessen. Und die Aufgabe wird sein, wie diese ganz unterschiedlichen Interessen und Vorstellungen, Lebensentwürfe, wie die zusammengebunden werden können und was die Gemeinsamkeit eigentlich, die gemeinsamen Projekte eigentlich sein können. Ich will jetzt vor diesem Hintergrund versuchen, die drei Begriffe, für die ich eingeladen wurde, Beteiligung, Teilhabe, Gleichstellung, einmal einzuordnen. Das ist
quasi meine Interpretation dieser Begriffe. Es ist sehr schwer, da sie zum Teil sich selber gegenseitig erklären. Es ist sehr schwer, weil sie oft nicht trennscharf sind. Ich versuche hier eine Trennschärfe reinzukriegen. Das muss nicht bedeuten, dass das in Ihrem Alltag so ist. Vielleicht verbinden sich die Begriffe. Sie haben hier den Begriff der Teilhabe als besonders herausgehoben. Da gehen die anderen Begriffe möglicherweise auf. Aber versuchen Sie sich immer einzulassen jetzt auf diese Sortierung, die ich hier vornehme. Ich fange an mit dem Begriff der Beteiligung, den ich hier erstmal als politische Beteiligung sehe. Also ich schlage vor, dass wir mit dem Begriff Beteiligung uns mit der Frage befassen, wie politische Entscheidungen in der Stadt zustande kommen. Es geht darum, wie Diskurse und demokratische Kultur im öffentlichen Raum gestaltet wird. Und wir können da auf viele Erzählungen zurückgreifen, die Formen der Beteiligung und Partizipation inszeniert durchgesetzt haben, angefangen von der Arbeiter- und Frauenbewegung. Denken Sie an Mitbestimmung im Betrieb, denken Sie an das Frauenwahlrecht, das ist die wichtigste Beteiligungsform eines ganzen Geschlechtes sozusagen an Demokratie. Denken Sie an die alte BRD mit mehr Demokratiewagen, in deren Ergebnis wir in zahlreichen Institutionen wie Schule, Betrieb, Universität und so weiter Beteiligungsgremien und Mechanismen geschaffen haben. Hier ist schon gesagt worden, der Betriebsrat ist eigentlich so ein Vorbild dafür, wie alle beteiligt werden, nämlich alle, die in einem Betrieb arbeiten. Jetzt muss man noch mal gucken, ne, bei denen, die nur kurzzeitig beschäftigt sind, haben wir ein Problem. Aber jetzt insgesamt so von der Vorstellung her, alle, die in einem Betrieb arbeiten, können sich politisch beteiligen. Aber denken Sie auch an die Kultur, die in der DDR, in der Bürgerbewegung entstanden ist, die Kultur der runden Tische. Leider ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ich finde eine ganz wichtige Form der Auseinandersetzung, Aushandlungsprozess zwischen Regierung und Zivilgesellschaft, Bürgerbewegung. Denken Sie an die sozialen Bewegungen im Westen, die Bürgerbewegungen im Osten. Und die haben sehr stark die Vorstellung von Beteiligung geprägt. Zentral ist die Aushandlung. Ist dabei die Aushandlung des Verhältnisses von repräsentativer Demokratie und Partizipation. Also die Frage ist, was entscheiden wir sozusagen außerhalb von repräsentativer Demokratie oder ist das ergänzend? Wie wird das eigentlich miteinander eingebaut? Am einfachsten ist es eigentlich, Kinder und Jugendliche zu beteiligen, weil die noch gar kein Wahlrecht haben. Und ich finde, deren Beteiligungsanliegen sind sehr zentral und sollten viel stärker noch in unserer Wahrnehmung mit aufgenommen werden. Wir haben das in Tempelhof-Schöneberg beispielsweise in einem Bezirk so geregelt, dass es ein Kinder- und Jugendparlament gibt, was sehr wunderbar funktioniert, sehr projektorientiert. Deren Beschlüsse müssen sozusagen von der Bezirksverordnetenversammlung behandelt werden. Und so haben wir sozusagen Interessen, die gar nicht abgebildet werden durch die repräsentative Demokratie, abgebildet in diesem Ort. Also diese Zwischenschritte müssen wir immer wieder diskutieren. Und wir müssen ein Verständnis haben von Partizipation als Entwicklungsprozess. In der Stadtentwicklung will ich daran erinnern, dass die ökologische und die Hausbesetzerbewegung natürlich viel dazu beigetragen hat, dass wir über die Frage, wie Stadtentwicklung stattfindet, viel mehr diskutieren. Ohne Beteiligungsverfahren sind viele Groß- und Transformationsprojekte kaum zu legitimieren. Denken Sie an Hamburg, an Stuttgart und auch an Berlin in vielen Bereichen. Zentral ist dabei die Motivation, Dialogbereitschaft und Verantwortung und Vertrauen der Bevölkerungsgruppen, die wir beteiligen wollen. Und da ist natürlich elementar, dass es auch was zu entscheiden gibt und dass das, was in den Entscheidungsprozess eingebracht wird, auch irgendwie wieder auftaucht. Nicht, dass, also eine Zukunftswerkstatt, in der tolle Ideen gesammelt werden, die dann nicht behandelt werden in der Stadtverordnetenversammlung oder Ähnliches, haben einfach keinen Wert und werden die Menschen, die da sich daran beteiligt haben, eher frustrieren und nicht wieder zu mobilisieren sein. Es gibt eine Vielfalt an Methoden, auf die möchte ich gar nicht heute eingehen. Ein Grund, warum ich eingeladen war, dass ich an dem Handbuch Partizipation der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mitgearbeitet habe. Da sind alle diese Methoden abgebildet, wunderbar. Die Frage des Bürgerhaushaltes, Planungswerkstätten, Stadtteilkonferenzen. Ich finde immer noch die Zukunftswerkstätten, der alte Robert Jung, der Ansatz, der ist eigentlich immer noch brauchbar und mobilisiert immer wieder Menschen, sich zu beteiligen.
Aber wir haben das Problem, das ist schon angedeutet worden, dass nicht alle, bin ich noch in der Zeit? Also ich kriege ein Zeichen, ne, wenn ich zu lange bin. Gut. Trinken. Dann mache ich, also ist schon gesagt worden, wir haben das Problem, dass sich nicht alle beteiligen und das hat was mit der Frage der sozialen Teilhabe zu tun. Bevor ich nämlich mich überhaupt beteiligen kann, muss ich das Gefühl haben, dass ich Teil dieser Gesellschaft bin und dass ich überhaupt Zugang zu den Ressourcen dieser Gesellschaft habe. Und das ist mit dem Begriff von Teilhabe gemeint. Man könnte den auch nehmen Exklusion versus Inklusion. Martin Kronauer, falls Sie sich da tiefer beschäftigen wollen, hat zu dieser Frage Exklusion, Inklusion viel geschrieben. Inklusion kann als Teilhabe begriffen werden, beispielsweise Teilhabe durch finanzielle Mittel, Macht, Interessendurchsetzung, soziale Anerkennung, Bildung, Arbeitsmarktchancen und so weiter. Und man könnte so vier Typen aufmachen. Es gibt Menschen, die voll inkludiert sind sozusagen, die volle Teilhabe haben, die auch mitbestimmen können, wie sich so eine Stadt entwickelt. Es gibt zweitens Menschen, die inkludiert sind hinsichtlich ihrer Stimme, Sichtbarkeit. Das sind beispielsweise Facharbeiter, die in der Gewerkschaft organisiert sind, Betriebsrat wählen oder Ähnliches machen. Es gibt drittens die Marginalisierten, die schon schwieriger, deren Teilhabe schon schwieriger gestaltet wird. Und dann gibt es natürlich Menschen, die exkludiert sind bis hin zur Abwertung. Also wir haben so einen... Wir haben so unterschiedliche Typen von Teilhabe und das ist eben das Tolle an dieser, an diesem Bild von Inklusion und Exklusion. Man kann diese Teilhabe auch auf verschiedene gesellschaftliche Systeme übertragen. Beispielsweise sind Bildungsarbeiterinnen, haben hohes Bildungskapital, sind integriert in kulturelle Systeme und so weiter, sind aber wenig durch finanzielle Mittel, weil sie einfach häufig am Existenzminimum arbeiten oder auch Künstler bestimmter oder auch viele Menschen, die sozusagen nicht in größeren Zusammenhängen arbeiten, sind eher sozusagen in manchen Bereichen inkludiert, in manchen eher exkludiert und das kann man sehr genau beschreiben. Arbeitslosigkeit und Armut bedarf da besonderer Aufmerksamkeit, da die finanziellen Ressourcen ein wichtiger Indikator für gesellschaftliche Teilhabe sind. Ich hatte jetzt noch ein Beispiel eingebaut, das lasse ich weg. Ich will es nur erwähnen, dass der Begriff des solidarischen Grundeinkommens wird gerade in Berlin sehr stark diskutiert. Würde ich auch gerne hier einführen und mit Ihnen diskutieren, vielleicht in der Runde dann, ob das eine Möglichkeit ist, Menschen, die eher exkludiert sind, wieder, also langzeitarbeitslos sind, wieder sozusagen mit in die Gesellschaft einzunehmen. Denn Arbeit ist nicht nur Geld, sondern ist auch soziale Teilhabe und deshalb Arbeit ist Teilhabe an der Gesellschaft, nicht nur Existenzsicherung. Deshalb ist dieses Programm uns in Berlin so wichtig. Vielleicht können wir darüber noch reden. So, gesellschaftliche Gleichstellung. Sie sehen schon, ich habe immer einen Begriff noch davor gesetzt, um es noch ein bisschen genauer zu bestimmen. Da geht es um die Herstellung von Chancengleichheit und den Abbau von Diskriminierung. Wir erleben, dass die ökonomische Exklusion alleine nicht ausreicht, um Ausgrenzungsmechanismen zu beschreiben, sondern sie finden in Wechselwirkung zu Geschlecht, Ethnizität, sexueller Orientierung und weiteren Kategorien sozialer Ungleichheit statt. Und auch hier ist es so, dass es in der Vergangenheit zahlreiche soziale Kämpfe, das wurde nie sozusagen diese Programme, Gesetze und Mechanismen, die wir jetzt aktuell diskutieren haben, wurden nie von sich aus sozusagen entwickelt, sondern sind immer auch Produkt von sozialen Kämpfen der Betroffenen. Denken Sie an an die Ehe für alle beispielsweise. Denken Sie an die Beteiligung, an die Frage von gleicher Lohn zwischen den Geschlechtern. Denken Sie an viele Fragen, die eben in diesem Bereich von Gleichstellung, Chancengleichheit zu tun haben. Ist immer eine Frage, Aufstiegschancen in den Berufen für unterschiedliche Gruppen, ist immer eine Frage von sozialen Kämpfen, die von den bestimmten Gruppen geführt werden. Und deswegen sind Identitätspolitiken, beispielsweise, ich komme noch dazu, postmigrantisches Theater wäre so eine Identitätspolitik, Empowerment oder ähnliche Maßnahmen wichtig, um Menschen, die eben nicht beteiligt sind, die nicht dieselben Teilhabechancen haben, die nicht diese Gleichstellung erleben, sozusagen zu empowern, ihre Fragen
und ihre Anliegen durchzusetzen und eben eine Gleichheit herzustellen. Ich will zwei Beispiele nennen. Das erste Beispiel ist die Berliner Polizei. Da ist in der Tat so, dass es keinen Kampf darum gab, Teil der Berliner Polizei zu werden. Da war es eher so, dass, ja, dass die Stadt auffordern musste mit der Kampagne Berlin braucht dich, Menschen mit Migrationshintergrund und Migrationserfahrung mit in den Polizeidienst aufzunehmen. Das hat wunderbar geklappt. Also ich bin sehr stolz darauf, oft so Fotos zu sehen, wo die Unterschiedlichkeit der Stadt sich eben auch in der Polizei widerspiegelt. Und ein anderes Beispiel, da ist es eher so, dass es sozusagen erkämpft worden ist, ist in der Tat das postmigrantische Theater in Berlin, das ich 10 Jahre begleiten durfte, wo es wirklich darum geht, dass Menschen, Kulturschaffende mit Migrationshintergrund eben die kulturellen Institutionen miterobert haben und mitgestaltet haben und mitgestalten. Ich komme zurück auf die Megatrends, denn es ist natürlich nicht für alle, sind die Ziele Beteiligung, Teilhabe, Gleichstellung zentral. Diese Begriffe stehen eng, hängen eng davon ab, wie sie in die Alltagsbewältigung integriert werden können. Und ich hatte von der Fragmentierung von Lebensstilen und von sozialen Räumen gesprochen. Ich will hier nochmal auf 3 Milieus kurz eingehen. Es ist natürlich für ein bildungsorientiertes Milieu, Moment, ich muss kürzen, habe ich mitbekommen, für ein bildungsorientiertes Milieu eine spannende Aufgabe oder es ist ein Teil ihres Lebensstils, sich zu beteiligen, sich auch für gleiche Rechte einzusetzen, auch für die Rechte von anderen einzusetzen. Während es beispielsweise, Moment, also für bildungs- und beteiligungsorientierte Milieus sind Qualifikation, Emanzipation, Teilhabe wichtige Werte. Sie haben ein hohes Interesse an partizipativer Demokratiebildung und sind motiviert, in ihren Interessen in politischen Entscheidungen einzubringen. Dagegen stehen beispielsweise weniger inkludierte, marginalisierte, abgehängte und abgedrängte Milieus, die enttäuscht sind von der Politik, die der Politik gegenüber skeptisch stehen und die viel schwerer zu mobilisieren sind, sich für ihre Interessen einzusetzen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Hamburger Volksbegehren zur Frage von Schulreform, wo die, die es eigentlich betroffen haben, gar nicht erst zur Wahl gegangen sind. Und da müssen wir uns fragen, wenn wir für diese Interessen uns einsetzen wollen, wenn wir diese Menschen mobilisieren wollen, wie erreichen wir die eigentlich? Weil das wäre natürlich eine Veränderung gewesen, das 6-jährige Schuljahr, darum ging es, die 6 Schuljahre als Grundschule, wie das in Berlin üblich ist im Übrigen. Wie können wir sie eigentlich mobilisieren, sich für ihre Interessen einzusetzen? Noch eine stärkere Herausforderung sind die enttäuschten autoritären Milieus, die Sie anscheinend auch in Nürnberg haben, habe ich jetzt feststellen dürfen, die aus der gesellschaftlichen Mitte kommen, die gar nicht so abgedrängt sind, die aber eine ganz andere Vorstellung von Demokratie haben. So, jetzt komme ich zu den beiden Punkten, die ich gerne mit Ihnen diskutieren würde und die ich nur anregen möchte für die Diskussion. Das erste ist, ich glaube, dass trotz aller autoritären Bewegungen und alles, was wir so erleben, dass wir weitermachen müssen in der Frage Demokratisierung aller Lebensbereiche. Oskar Negt hatte den Ausgangspunkt Betrieb und Gewerkschaft. Ich würde vielmehr den Ausgangspunkt Stadt und alle ihrer Institutionen, angefangen von der Kita bis zum Seniorenheim, alle Räume, die wir irgendwie als Stadt bestimmen, entwickeln können, zu demokratisieren und immer wieder zu fragen, wie die Demokratie da funktioniert, auch unter diesen 3 Begriffen, die ich genannt habe. Also wo grenzen wir noch aus? Wo beteiligen wir schon Leute? Wie werden Entscheidungen in den einzelnen Institutionen getroffen? Das Bundesprogramm Demokratie leben, immer wieder als gutes Beispiel, hat schon große Teile dieser Ideen in Elementen enthalten. Demokratische Aushandlung ist eben auch Teil unserer Kultur, nicht nur sozusagen Parlamentarismus. Demokratie ist mehr als repräsentative Demokratie. Ein Beispiel aus meiner Arbeit, wenn wir ein Monitoring zu Jugendgewalt machen, dann ist fehlende Partizipation an Schulen ein Faktor, wo wir sagen, der Gewalt befördert. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wenn wir eine partizipative Schule haben, mit einer guten Beteiligungskultur, dass wir dann da auch weniger Gewalt und andere negative Entwicklungen haben.
Das ist der eine Punkt, vielleicht vertieft noch in der Debatte gleich. Und der andere Punkt ist vielleicht noch ein bisschen stärker. Hier das Beispiel Flughafen Tempelhof. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir die öffentlichen Räume und öffentlichen Güter, die wir haben, noch stärker gesellschaftlich aneignen und auch wieder in einen demokratischen Prozess überführen können. In dem neoliberalen Prozess haben wir sehr viel Regulierung abgegeben. Wir müssen wieder Regulierung schaffen. Rekommunalisierung ist ein Thema, aber ich denke, sowas wie Genossenschaften oder wie selbstorganisierte Formen, die jetzt auf dem Tempelhofer Feld hier stattfinden und ähnliches, sind auch Teil dieser Rückeroberung, dieser gesellschaftlichen Aneignung. Und das schafft sozusagen Projekte, meiner Meinung nach, die es ermöglicht, über Milieugrenzen hinweg Stadt gemeinsam zu gestalten. Irgendwie ein schöner Schlusssatz und damit würde ich es dann auch lassen. Hatte viel mehr vor. Dankeschön.